Achtung vor diesen Lebensmitteln, wenn du Bauchfett hast. Heute gehe ich mit dir in den Lidl und zeige dir, was du lieber nicht essen solltest, wenn du Bauchfett hast. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. O-Saft, Säfte, Smoothies, nein. Das lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen und führt zu Heißhungerattacken, genauso wie Brot- und Teigwaren. Gluten führt zu Blähungen und kann zu einem Blähbauch führen. Lass das lieber weg, wenn du einen flachen Bauch haben willst. Genauso wie hier Müsli. Hier ist überall Zucker drin, schau am besten auch mal auf die Inhaltsstoffe. Ich habe selber gecheckt. Milch kann ich dir leider überhaupt nicht empfehlen, denn das hat hier nichts mehr mit Milch zu tun. Ultra hoch erhitzt, also wenn, dann lieber Rohmilch. Lass das lieber weg. Verarbeitetes Fleisch sowie Salami, Wurst und Co. würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, da ganz viele Konservierungsstoffe hier enthalten sind. Wenn du Fleisch kaufst, dann lieber Biofleisch und direkt vom Metzger. Schreibe Tipp, wenn du dein Bauchfett loswerden willst.